Guten Tag, willkommen zu einem neuen Video. Ich fahre gerade einem Trecker hinten nach. Ich habe jetzt dieses Wochenende leider gar nicht so viel Zeit, da relativ viele Leute wollen, dass ich ihnen helfe. Das weiß ich auch nicht, warum. Ich bin eigentlich ziemlich, keine Ahnung, ich kann ja nichts. Warum muss ich immer allen helfen? Naja, auf jeden Fall fahre ich gerade zu einem Freund, der hat so eine Nachbau-Vespa, so eine LML 125, und die kuppelt ihm zu schnell ein. Deswegen werden wir uns das jetzt mal ansehen, ob wir da irgendwas tun können. Wahrscheinlich ist das Kupplungsseil einfach ein bisschen zu fest eingestellt oder was, keine Ahnung. Das sehen wir uns jetzt auf jeden Fall an, eventuell filme ich ein bisschen mit und so. Weiters habe ich jetzt ein bisschen Neuigkeiten zu meiner silbernen Maxi. Und zwar, da habe ich ja einen 65 Kubik Ersalzylinder drauf. Und soweit ich das in Erfahrung gebracht habe, verschleißen da die ersten Kolbenringe ziemlich schnell. Jetzt ist halt das Problem, mein Maxi funktioniert schon wieder nicht mehr. Das nervt mich extrem. Und jetzt wollte ich mir halt einen neuen Ersalzylinder gleich mitbestellen. Kolbenringe, alles Mögliche. Meine schwarze KTM Hobby 3 hat ja einen Kurbelwellenschaden. Da hätte ich mir eine Kurbelwelle auch gleich mitbestellt. Jetzt ist halt das Problem, dass der Puchshop, bei dem ich ja meistens bestelle, leider gerade keine Ersalzylinder liefert. Jetzt lasse ich mir da ein bisschen Zeit. Jo, jetzt geht's so dahin und ich schau mal, was alles so passiert und was ich mitfilmen kann und was nicht. Yay! So Leute, jetzt habe ich mir das Ding mal angesehen. Wir sind auch schon ein, zwei Proberunden gefahren. Jetzt habe ich hier sind die zwei Seile der Handschaltung. Die habe ich ein bisschen eingestellt und da unten drunter, das Seil da, das ist für die Kupplung. Das haben wir auch eingestellt, da man eigentlich fast nicht wegfahren konnte mit dem Ding, weil es sofort eingekuppelt hat. Jetzt mittlerweile geht es aber mit ein bisschen Gefühl. Jetzt habe ich natürlich, weil ich ja so ein Fachmensch bin, habe ich natürlich da mal reingesehen. Das ist ein 150 Kubik. Ja, beteuert aber, dass das ein 150 Kubik ist. 125 Kubik. Ist aber 150 Kubik hundertprozentig. Jetzt habe ich das da zerlegt, das Ganze. Natürlich ist da keine Kopfdichtung drin. Jetzt haben wir hier eine Kopfdichtung, die ist aber zu klein. Das ist nämlich eine 125er Kopfdichtung. Und die geht da, die ist einfach viel zu klein. Und da wir jetzt keine neue haben, machen wir jetzt Trick 17. Und zwar werden wir jetzt hier mit einer Schere ein bisschen was rausschneiden, damit die ein bisschen größer wird. Und ja, dann bauen wir das ganze Ding zusammen. Wie man sieht, verliert es nämlich hier den ganzen Druck und das ganze nicht verbrannte Zeug läuft hier raus. Das ist halt sehr semi-produktiv. Jo, genau, das machen wir jetzt. Dann werden wir noch eine Proberunde fahren. Und dann schauen wir mal, was als nächstes passiert. Yay! Jo Leute, ich kann gerade nicht anders filmen als so, aber wir sind gerade mit den Mopeds noch ein Stück unterwegs. Mein schwarzes läuft sehr gut. Mit dem leichten Kurbelwellenschaden. Jo, jetzt fahren wir gerade ein paar Schotterwege ab und so. Und jo, genau. 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 Okay, ja, vielleicht filme ich unter dem Fahren noch ein wenig. Das werdet ihr dann wahrscheinlich sehen.
Nice. Perf, safe. Perf, safe. Okay, danke fürs Zusehen, das war's mit dem Video. Lasst mir einen Daumen, ein Abo, keine Ahnung da, das Video war ein bisschen kurz. Und vielleicht aktiviert die Glocke. Glocke aktivieren, so wie meine Glocke gerade. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.